So Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Boss der Bartagam. Heute habe ich jemanden am Start, das ist meine Schwester, wie ihr sie schon kennt. Und heute bauen wir endlich das Terrarium zusammen, das jetzt endlich auch mal angekommen ist. War ein harter Weg auf jeden Fall, das hier hochzuschleppen, denn es wiegt deutlich mehr als ich geplant habe, die OSB-Platten. Ich schätze jetzt mal 40 Kilo oder so, insgesamt alles, also auch mit der Palette, mit der es geliefert wurde und so. Ja, jetzt ist auf jeden Fall soweit. Erfreut euch am Video. Viel Spaß, jetzt geht's los. Und schrauben wir mal ein bisschen rum, oder? Mhm. Gut, wir fangen auf jeden Fall an. Wir fangen auf jeden Fall an mit Schritt 1, nehmen Sie Teil 1. Ne? Das sind diese beschriftet, Teil 1. Ist das ganz unten. Gut. Und dann nehmen wir die und machen die einfach so zur Seite. Ah nee, warte, das kann so bleiben. Steht schon, ist 1, ne? Ja. 1, perfekt. Das kann bleiben. Jetzt müssen wir noch gucken, wo die Zahl sein muss. Ah, da wäre ja so hochkant. Wir müssen es hochkant nehmen. Direkt. Das ist hinten. Kannst du es so halten? Gut, dass wir zu zweit sind. Ja, Teil 2 und 3 und verschrauben Sie diese mit Teil 1. Achten Sie darauf, dass die Verblendungen der Lüftung nach innen kommen und die Lüftungen standardmäßig diagonal verlaufen. Also auf einer Seite oben, auf der anderen Seite unten. Links oben, rechts unten, haben wir gesagt. 2 und 3 sind da hinten. Nicht richtig. Oh, das war schwer. Pass auf wegen dem Mikro, ey. Ja. So Freunde, wir hatten jetzt ein kleines Problem mit dem Mikrofon, aber jetzt geht's direkt weiter. Für euch gar kein Thema, das Video wird ja geschnitten. Jetzt 2 und 3. Das muss nach innen. Links oben. Halt ruhig. Also. Geht's weiter. Eigentlich wollten wir erst einen Livestream machen. Nee, wir wollen jetzt keinen Livestream machen, sonst sehen die Leute ja nicht. Nein, wir wollten erst einen Livestream machen, aber... Nein, wir haben beides in Betracht gezogen gleichzeitig. Erst ein Video. Ein Livestream haben wir heute nur erstmal gedacht. Also wir machen jetzt ein Video, damit ihr auch das in Zukunft sehen könnt, wie das aussieht, wenn man sowas aufbaut. Ich glaube, es gibt nur ein einziges Video auf YouTube, wo man sehen kann, wie jemand ein Terrarium zusammenschraubt. Ich mache so, dass es ungefähr 20 Minuten geht, weil die Leute wollen auch Videos sehen und nicht nur Zeit haben. Machen wir nachher auch den Sand rein oder so? Ja, ich denke schon. Wir können es halt 2 Videos aufteilen. Ja. Guck, jetzt zieht sich zusammen. Perfekt. Und dann können wir in der Mitte würde ich rein theoretisch erstmal freilassen, weil ich nicht weiß, ob wir da eine lange oder eine kurze Schraube reinmachen. So, jetzt müsste man uns auch hören können. Jetzt verschrauben wir den ganzen Hase wieder. Oh, das nervt. Was? Oh, ja, das ist schon fast fertig. Ist nicht gerade unten. Was? Ja, es muss nicht ganz. Also schon, aber das kann ich noch nachhinein. Oben grad machen. Ist nicht gerade, wollte ich gerade sagen. Ah, die haben das schon nicht so gemacht. So. Ich muss sagen, dass ich auch folgen wollte. So, jetzt schauen Sie mal, das ist eine Chance hier. Und ich mache mal hier. Ich mache mal hier. Ja, das ist mit der Kamera. Ich mache mal hier. Ich würde ich sagen, haben wir das auch. Jetzt haben wir schon einen halben Kasten. Jetzt, was kommt als nächstes? Ach so, Tabea, du musst hier auch aufpassen. Hör auf! Du musst hier gucken, dass das 90 Grad sind, ja? Das ist deine Aufgabe, okay? 90 Grad. Hier, das muss passen. Nicht, dass es so. Das muss so passen. Das ist nur
Wir können nachher noch saugen. Müssen wir sowieso auch, ohne dass ich das mache. Aber es sind Reise. So, was war der nächste Schritt? Dachten. Ich würde es ja gerne hier. Oh Gott, wie geil! Ich kann es da oben hinstellen. Mache ich das Mikrofon hier fest. Jetzt kann man dich auch vielleicht hören. Jetzt schrauben wir hier den ganzen Hasen wieder fest. Das ist so schwer mit diesem Schraubenzieher, wo der ist immer. So kommt es nach oben, also da halt quasi oben. So ist genau richtig. Endlich mal ein gescheites Terrarium. Eben. Ist zwar groß, aber gescheit. Zwar größer als dein Zimmer, aber. Bett. Krass. Schnell! Ah gut, der ist eh eingepackt. Trotzdem. Läuft Video noch? Der Punkt muss rot sein. Ja, ist gut. Steht ja auch unten die Zeit. 14 Minuten bei dem kleinen. Das ist ungefähr der längste Teil. Ja, ist ja halt zusammenbauen. Sieht man nicht mehr. Man sieht, stellt es auch oben drauf jetzt. Ich glaube, der Typ, der das gebracht hat, hat auch gesagt, das ist eine Aqua. Irgendwas mit Aqua. Ja. So sieht man dich. Ich mach so, weil dann sieht man dich auch nicht so. Da ist das Viech. Oh, der lebt noch. Nicht filmen. Ich muss den nur töten. Also, du tötest das gerade. Ja. Ja, ich will ja nicht, dass er quält. Sich. Er sich quält? Ja, wenn er schon halb tot ist. Sehr tief. Machst du dann auch mit dem Hund so? Du siehst einen Hund auf der Straße? Mhm, ist das Gleiche. Und dann stochest du einmal mit dem Messer rein? Ja, mit dem Messer, mit Schraubenzieher. Ich hab echt keine Elche. 466. Geh weg. Achtung. Nicht schlimm. So, jetzt die letzte Schraube. Wir müssen es jetzt aufschrauben. Was machst du? Guck, ich schraube das jetzt auf. Und mach dann die rein. Kannst du es bitte filmen? Ja. Sieht man das überhaupt? Sieht man das auf dem? Ja.
Hast du es nicht so vorhin schon geplant? Nee, ich dachte, dass wir diese Seite abschrauben und dann reinschieben. Was? Ja. Mach. Denkt mal nicht so kompliziert, Alter. Wie hättest du es gemacht? Ja, genauso wie du es gerade eben gesagt hast. Ja, gut, dass du so schlau bist und Wasser überall ausschüttest. Nicht drücken. Gerade. Oh ja, jetzt fühlt sich halt die ganze Wackelig an. Aber nicht drücken. Das ist so geil. Ohne Probleme. Sollte nur kein Sand dann reinkommen, sonst müssen wir es halt wieder aufschrauben. Ach nee, bitte steck mir nicht in die Haare. Das ist nicht mein Plan. Schau, da drüber. Was bei dir auch? Da drüber. Runter. Und jetzt rein. Jetzt wird's alles gut wieder. So, okay Freunde, jetzt nach einer kleinen Stärkung und jetzt haben wir noch einen Akkubohrer hier herangeholt, haben den hier auch festgemacht mit dem Bit und jetzt versuchen wir halt eben hier, weil da kein Loch drin ist, ein Loch reinzumachen. Das kriege ich von Hand nicht mit dem Schrauber hin, deshalb probieren wir das und der hat jetzt nicht lang geladen, ich hoffe das reicht. Was ist das? Ist der leer? Nur nicht da. Und dann haben wir ihn fast eine halbe Stunde gelandet und er ist immer noch nicht. Ich krieg's vielleicht hin, wenn ich mich arg konzentriere. Oder? Ja. Hat gereicht. Direkt laden. Ja, ich muss kurz hin vielleicht. Stimmt. Mach's so gut. Hebst hier ganz gerade, ja? Das Ganze muss man noch viermal machen. Nee, zweimal machen. So, das geht eh nicht durch, aber ich mach. Und das heißt, das ist fertig. Da hinten fällt es schon nicht raus. Nur eine? Drück. Merkst du, wie es absetzt? Das heißt, dass das Holz sehr hart ist. Reicht das, oder? Reicht. Fest. So, Freunde. Fest. Jetzt laden wir den nochmal. Eine halbe Stunde und dann machen wir es auf der anderen Seite fest und dann lade ich den über Nacht. Wir sollen es vielleicht auf der anderen Seite unten machen, also jetzt oben. Nein, oben, guck, oben guck's raus. Unten ist wurscht, das fällt nicht raus, das ist
Das muss nur fixiert werden. So, Freunde, hier ist Mikro. Dann laden wir jetzt den nochmal eine halbe Stunde, machen auf der anderen Seite das Loch rein, weil der ist jetzt leer. Und das Ding lädt wahrscheinlich nochmal 5 Stunden, schätze ich jetzt mal. 6 Stunden oder so. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir das oben gemacht hätten. Was? Weil das jetzt oben. Ja, weil oben hängt es ja quasi. Das ist oben. Das gehört so rum. Das gehört so rum. Echt? So wie es steht. Ich dachte, es gehört andersrum. Nein. Aha. Auf jeden Fall, Freunde. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Stufe. Oh. 15, 13. Ich greife noch ein paar Mal so rum. Wegen dem Kissen, da sieht es ein bisschen aus, als wäre da schon was drin. So grün. Oh, mein, meine Brille. So, guys. Next one. Unten in der Mitte, wo kein Glas ist, mache ich auch noch eine Schraube rein. Also Freunde, für euch. Hier. Hier. Da. So Freunde, wir bauen das Terra nachher noch komplett fertig. Es ist jetzt im Prinzip fertig. Es fehlen nur noch ein paar Schrauben, aber das machen wir dann später. Ist auch ein bisschen spät jetzt schon und so. Machen wir dann später noch in Ruhe fertig, gell? Ja, ihr könnt es dann einfach, ich denke, ich lade das Video morgen Abend, ich schneide es morgen früh, wenn ich Zeit habe, müsste so sein, schneide ich das dann und dann lade ich es eben abends hoch, also der wie viel ist heute, der 15.? Ja. 15., also genau. 16. genau. Da kommt das Video abends, 18 Uhr schätze ich mal, und der Akku ist jetzt auch gleich leer. Genau, dann würden wir sagen, verabschieden wir uns von euch, das war's mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, teilt es mit euren Freunden, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos und auch keine Livestreams zu verpassen, kommen auch öfter mal, vor allem jetzt zum Terrarium. Gut, das Video beendet jetzt die ganze Zeit, weil der Akku leer ist vom Handy, dann würde ich sagen, haut rein, abonnieren, liken, weiterempfehlen, ciao, haut rein, ciao. Viel Spaß und liken, ciao. Ciao.